Ich begrüße Rita Drees, die zum 15. Male schon den Titel einer Championess in der Bundesrepublik Deutschland errungen hat. Ein stolzer Titel, herzlichen Glückwunsch zunächst mal zu. Sie haben auch im letzten Jahr, glaube ich, mit 86 Siegen Ihren persönlichen Jahresrekord eingestellt. Wo wollen Sie denn noch hin? Im Moment ist ja erstmal Pause. Es war auf jeden Fall 1989 für mich ein sehr erfolgreiches Jahr, aber kein sehr glückliches. Da hätte ich Sie gleich drauf angesprochen. Wir können es im Moment nicht sehen, aber wer Sie hier durch die Tribüne humpeln sieht an Krücken, der sieht sofort, dass Sie natürlich nicht das lebende Beispiel dafür sind, dass der Treibrennsport ungefährlich ist. Wie ist denn das passiert? Es ist in Dienstlaken passiert, in einem Rennen vor mir. Das Pferd machte einen Fehler und verkürzte sehr stark das Tempo. Außen neben mir lag ein Pferd, ich konnte nicht direkt ausweichen und mein Pferd hat in den Wagen reingetreten. Das ging so weit noch gut, aber dann kam ein Gespann von hinten, das uns mitgenommen hat und dadurch ist dann auch dieser schlimme Sturz passiert. Auch wenn Sie es vielleicht nicht sehr gerne sehen und nicht daran erinnert werden möchten, wir möchten uns das nochmal gemeinsam angucken, vor allem um unseren Zuschauern das mal darzubieten, wenn ich mal um die Mats bitten darf. Das war im Dezember in Dienstlaken, Rennen Nummer 8, wenn Sie vielleicht mal das genau erklären. Wir sind jetzt am Bildrand rechts. Jetzt gleich macht das Pferd vor mir einen Fehler. Es verkürzt unheimlich das Tempo. Man sieht nur den Kopf meines Pferdes und anschließend kommt das Gespann, das über uns beide wegfährt, praktisch meinen Wagen mitgenommen hat. Dadurch bin ich also rausgefallen. Es sieht ja ganz böse aus. Was ist denn alles passiert? Was ist denn das Schlimmste? Ich hatte einen Oberschenkelbruch, der gedreht, gesplittet und offen war. Aber es geht mir schon wieder ganz gut. Und wenn man bedenkt auf der anderen Seite, ich habe mehr als 24 Jahre lang Trabrennen gefahren, habe insgesamt 4 Stürze gehabt. Dieses war der vierte. Bei den anderen dreien ist es ziemlich glimpflich abgegangen. Sie tragen das ja mit Fassung, wie ich das so feststellen kann. Wann meinen Sie denn, wieder im Sulke sitzen zu können, Rennen fahren zu können? Das wird sicherlich noch was dauern. Jetzt geht natürlich erstmal die Gesundheit vor. Ich möchte möglichst bald wieder arbeiten können und anschließend werde ich dann noch wieder Rennen fahren. Sehen Sie denn jetzt die Gefahr, dass Sie Ihren Abonnementstitel als Championess dadurch verlieren im Jahre 1990? Aber ganz sicher, das ist auch wirklich kein Problem. Ich hoffe, dass ich im Sommer oder im Herbst wieder Rennen fahren kann. Ich sollte noch eine stolze Zahl nennen. Sie gehen ja, glaube ich, in Ihrer Gesamtsiegzahl schon auf die Nummer 1000 zu, einmalig in Europa. Ist das ein Ziel, was Sie noch anstreben? Es wäre sehr schön, wenn es noch klappen würde, aber dafür muss die Gesundheit mitspielen. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Unfall Sie in Zukunft ein bisschen vorsichtiger, weniger aggressiv fahren lässt, dass es Sie ein bisschen hemmt? Dass es mich hemmt, glaube ich nicht. Ich bin eigentlich, meine ich, immer eine ziemlich vorsichtige Fahrerin gewesen. Also ich habe bei meinem Onkel gelernt und das Erste, was er uns immer gesagt hat, ist, wichtig ist, dass ihr, also Fahrer, Pferd und Wagen, heile wiederkommt. Dann wünschen wir Ihnen ganz schnelle Genesung, dass Sie ganz schnell wieder im Sulky sitzen, erfolgreich sind. Das muss ich Ihnen nicht wünschen, das sind Sie ohnehin. Vielen Dank, Rita Drees. Dankeschön.